wenn das jetzt schief läuft, haben wir wenigstens was dazugelernt, was die Force-Generatoren angeht. Und da. So. Du gehst einfach nur weg. Dann haben wir wenigstens hier nichts zu befürchten, dass irgendjemand uns in den Rücken fällt. Du hast auch noch 4 Punkte. Dann geh doch mal. 1, 2, 3, 4, 5. Geh doch mal dahin. So. Jetzt haben wir noch den Librarian. Der geht mal dahin. Setzt dann den Field Generator. Kann er nicht da einsetzen. Okay. Dann setzt du keinen Field Generator. So. So, dann gehst du einfach nach Overwatch. Stay alert, brothers. Du gehst auch nach Overwatch. So, also ja, die beiden dürften kein Problem sein. Das hier wird echt der Knackpunkt sein. Also erstmal, ob er den Angriff von dem stinknormalen Jeans wieder überlebt und dann, ob er hier das da kaputt kriegt oder nicht. Schauen wir mal. Großer, böser Broodlord. Noch 8 Schuss für ihn. Gleich noch 7 Schuss. Jo. Oh, nicht schön. Jedenfalls nicht so wirklich. So. Kein Nahkampf. Okay. Das ist jetzt komisch. Und nicht, dass das jetzt der einzige Broodlord ist, der jemals auftaucht, dann haben wir ein Problem. Weil ich glaube, wir können die Dinger nicht wieder abbauen. Na gut, du läufst rückwärts. Und sicherheitshalber nochmal rückwärts. Und gehst dann in Overwatch, weil du zweimal schießen kannst. Du gehst einfach weiter. Das heißt, die müssen jetzt darum oder darum. Dann stell du dich doch mal. Nö. Du gehst einfach schnurstracks weiter. Machst Türen auf. Türen aufmachen sind mir sehr wichtig. Wie wir gerade vorhin beim Flammenwerfer gesehen haben. Sonst hätte er den hier töten können. Also den da, der vorher da stand. Tür auf. So, du gehst weg. Du gehst da. Kannst da einen hinmachen, aber es funktioniert nicht. Du testest mal was. Du gehst jetzt mal dahin. Und setzt da einen hin. Einer, der schräg ist. Ja, ich glaube, das ist nur die Optik. Ich glaube, die dürften trotzdem ganz normal funktionieren. So, du gehst da lang. Du gehst einfach an dem Ding vorbei. Und hoffst das Beste. Nein, 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 das wollte ich nicht. Keine Command-Punkte für so eine profane Bewegung ausgeben. So, wir haben 4 CP. Du brauchst wahrscheinlich nur 2. Das heißt, du machst nochmal einen Schritt hinterher, damit das einigermaßen passt. So. Und eventuell sollte ich mir einfach mal die Tooltips angucken von den Dingern. Das könnte ganz hilfreich sein. Weil ich denke mir, die werden eh nur ein paar Runden halten, dann puff. Sonst könnten wir jeden Eingang einfach blockieren und noch einen Spawner offen lassen und dann so lange da in Overwatch gehen, bis ein Broodlord kommt. Und ich glaube, ich habe das Spiel gerade umgebracht. Weil irgendwie bewegt sich gerade keiner. Oh. Hallo, Broodlord. Einmal, zweimal. They are close, brothers. Ja, und
wir haben jetzt noch zwei Züge, bis das Ding da auflöst. Sich auflöst. Oh, oder die hauen gegen, das geht kaputt. Jupp. Wir müssen uns beeilen auf jeden Fall. 4 CP ist okay. Wir müssen hier hinten heraus. Wir haben noch sehr viele hinten stehen. Also müssen wir echt in Nahkampf mit den Dingern gehen? Das ist doch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das ist übel. Lorenzo Rolls 1, 6. Und es ging daneben. Was? Wie jetzt? Du musst extrahieren mit einer Einheit, die nicht Librarian oder Sergeant ist. Und wir haben 5 Terminatoren. Ja, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ein Schritt zurück. So viel dazu, dass sie nicht härter sind. Also ja, ich habe diesmal keine 6 gewürfelt, aber trotzdem. Erstmal kriegen sie kein Unterdrückungsfeuer, also dieses Symbol drüber, wodurch ich mich besser treffen kann. Und selbst bei einer 6 sterben sie nicht. Und irgendwie optisch angeschlagen sieht er jetzt auch nicht aus. Also mit einer fehlenden Klaue oder so. Na gut. Flammenwerfer. Wird nicht viel bringen. Also nicht gegen ihn. Das heißt, wir benutzen ihn hier mal zum Extrahieren. Das könnte lustig werden. Geh mal dahin, dreh dich nach da, mach einen Schritt vor. Wir müssen es so hinbekommen, dass einer von den beiden die Probe extrahiert. Und dann er hier höchstwahrscheinlich ihn umbringt, bevor irgendwas anderes passiert. So, du geh mal in Overwatch. Ja komm, ich will testen. Ich will testen, ob wir den mit ganz normalen Bolterfeuer umbringen können. Sonst muss er hier ran. Er hier könnte übrigens... Wir sollten echt weiter vorrücken, sonst kommen wir nicht hinterher mit den ganzen Spawns. So, du... Geh mal weg hier. Taktische Karte sagt... Broodlord mit dem eigenen Symbol. Da unten ist noch ein Blip, aber alles weit weg. Außer halt die da oben noch. Okay, dann gehen wir noch einen Schritt vor. Und du... Dreh dich nach da. Nächste Runde muss er sich umdrehen, Overwatch gehen und er muss dann vorbeihuschen. Dass die hier alle in seinen Overwatch laufen. Das Ding, der könnte auch bald verschwinden. Na, gucken wir mal. Und gucken wir mal, ob es jetzt wieder diesen Bug gibt, dass den ganzen Tag dann nichts passiert. Ich glaube, das werden echt die Force Field Generators sein. Weil die KI versucht, Wege zu berechnen und dann sind die plötzlich hier im Weg und zählen als nicht begehbares Feld. Dann muss es Pathfinding neu machen. Und da das Spiel von der Hintergrundtechnik ja nicht so ausgefeilt ist und über die Unity Engine läuft, ich glaube, daran liegt es primär. Weil das ist einfach nicht schön. Hier 10, 20 Sekunden lang nichts machen zu können, nichts sehen zu können und dann passiert erst was. Weapon malfunction. Okay. Das waren jetzt, glaube ich, alle CP. Das Ding müssen wir jetzt einsammeln. Richtig? Das wird übel. Ja, wir müssen definitiv... Okay, um die Probe zu extrahieren... Muss ein Terminator ausgewählt werden, der nicht Sergeant oder Librarian ist. Positionieren Terminator innerhalb des Zielgebiets. Drücke M, um das zu finden und warte eine Runde. Sobald das DNA-Symbol drüber ist, hast du es geschafft. Okay. M? Ich sehe keinen. Ach so. Ja, okay. Wir lesen kleines K im Vorteil. Wir müssen hier hinten einen Broodlord umbringen. Yeah. Okay.
Wir haben ganz viel Zeug verschwendet. Hast du noch ein... Nein, hast du nicht. Okay, du gehst dahin. Du drehst dich um. Du bist ein Clown-Termin, also das ist nicht gut. Gehst ganz normal in Overwatch. Es bringt nichts, wenn wir jetzt alles mit Generatoren abblocken, ob mit Force, Barrier und was weiß ich. Dann haben wir später eine riesen Horde, die auf uns zustürmt. Das wäre nicht so schön. Also du gehst weiter zurück, damit du den Blip da umbringen kannst. So. Du wirst sterben. Da bin ich mir ziemlich sicher. Weil du bist ein blöder Clown-Terminator. Aber du hast noch einen so einen Force Field Generator. So, Tür auf. 1, 2, 3, 4, 5. Einmal angreifen. Stand Gartenmodus. your ground, brothers. So, du kannst noch bewegen. Geh da lang. Dann laufen die hier in sein Overwatch. Der eine greift ihn an und stirbt dann hoffentlich. Und er schießt den Blip da hinten kaputt. Und wir haben noch 4 CP über. Das ist ein bisschen viel. Da wollten wir uns später hinstellen, ne? Ja, dann geh doch mal dahin. Nee, nicht weiter bewegen. Wir brauchen bestimmt 3 CP für Ladehemmung. Noch irgendwas Psionisches? Könnten was blockieren, das wollen wir aber gar nicht. Wir könnten die hier einfach alle umbringen. Oder wenigstens mit dem Siegsturm ein bisschen dezimieren, weil ich habe nicht das Gefühl, dass er selbst im Guard-Modus alles aufhalten wird, was hier aus der Reihe kommt. Schon gar nicht, wenn eins davon Brutlord wird. Psionic Sturm? Nein, der hier. So weit kommt er gar nicht. Ja, nee, okay. Dann nicht den Sturm und einfach nur entern. So, er schießt, er schießt. Rest bewegt sich Richtung Extraktionsfeld. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Die beiden müssen noch reinlaufen. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oh, der auch noch. Sehr schön. Sehr schön. Alle von da. Gut, die kann der Psionik alleine aufhalten. Stormbooter sind halt absolut überlegen. None shall survive. Ja, macht kaputt. Auch wenn ich den Clown-Terminator gleich abziehen werde, denke ich. Und einmal kurz. Da, Lähmung. Und einmal kurz in Flamme verlangt sie. Er kommt nicht wirklich gut nach hinten weg, ja? Ein. Nee, 4 CP, okay. Du hast schon Suppression Fire. Das heißt, du stirbst jetzt. Stirbst jetzt. So, von da unten kommt nix. Das heißt, du gehst jetzt hier. Gehst da lang. Gehst in Overwatch. Scanning for enemy movement. So, dann gehst du zur Seite. 4 Punkte. Ja, dann gehst du zur Seite. Du gehst dahin. Warte mal, das kriegen wir billiger hin, ne? So. Genau. So kostet es dann 2 Punkte. Yes, Commander. Statt 3. Und du brennst jetzt bitte. Ja, da lang, ne? Obwohl, so ist besser, dann haben wir noch ein Feld hier. Ja.
Wusch. Tür ist kaputt, das ist okay. So, du steckst hier fest. Von hinten kommt gar nichts.